So, da sind wir wieder. Ich weiß noch nicht, ob das die letzte Folge sein wird, aber wir werden auf jeden Fall vorankommen. Wir werden das nämlich so machen. Wir warten noch einen Angriff ab, der beim natürlichen Winter kommen sollte. Den lassen wir absaufen und dann, sobald die Wettermaschine wieder aufgeladen ist, werden wir halt selber Winter machen. Und ich hoffe dann einfach mal, dass sie dann noch keine Truppen Der gebaut Tag haben. der Abrechnung. Und Steuern dann werden wir und einfach mal Sold schauen. werden gezahlt. Ich habe jetzt so gut wie alles fertig. Reiter habe ich jetzt nicht. Wäre vielleicht doch vom Vorteil, ne? Aber ich habe jetzt oder so volles Haus, also von daher. Ja, eine Bank habe ich mir jetzt auch ausgebaut, einfach nur damit wir ein bisschen schneller Geld reinkriegen. Ja. Die Mine ist jetzt leider auch schon fast aufgebraucht, genauso wie die Lehmgrube hier oben. Heißt, mir gehen auch langsam die Ressourcen aus. Also muss ich jetzt einfach mal so viel veredeln, wie geht. Natürlich An hoffe einem ich, der Steinbrüche gibt es bald nichts mehr zu holen. ja, ich hoffe natürlich, dass habe ich hier nicht mehr Gewehrschützen als drei gehabt. Ah ja. Ich tue mein Bestes. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Gern. In eurer Stadt ist kein Platz mehr für weitere Siedler. Jedenfalls, Strategie ist halt mit Gewehrschützen im Fernkampf die Türme auszuschalten, ohne dafür viel zu riskieren. Und dann werden wir mal sehen. Ich hoffe jetzt nur, dass jetzt auch bald mal Winter wird. Ach ja. Zahltag. Aber es ist eine schöne Stadt geworden. Überall, wo wir hinkommen, bauen wir schöne Städte. Oder Ansiedlungen. Aber das ist ja quasi dann schon sowas hier wie eine Wehrstadt geworden. Als für die Verteidigung gegen den Norden. Wenn man es noch hört, dass ich halt immer noch Allergie, ne? Ah, ist ja nicht so wichtig. So. Aber ich denke mal, ich werde einfach zu dem Punkt skippen, wenn der Winter anfängt, weil es gibt ja jetzt nicht so viel anderes zu tun. Obwohl, ich könnte natürlich ein bisschen erzählen. Und zwar kommt natürlich nach der hier die dritte und letzte Kampagne von diesem Spiel. Und ja, die wird, denke ich mal, eine ähnliche Länge sein wie das hier. Also recht vernünftig eigentlich, im Gegensatz zu Ja. meiner ersten Kampagne, die 100 Folgen erreicht hat. Also von daher. So. Ansonsten, was kommt denn eigentlich danach? Da bin ich eigentlich noch gar nicht so relativ sicher. Ich habe immer noch Spellforce, was man machen kann. Also was ich mache, klar. Weil das auch Strategie und Rollenspiel ist und ich halt in diese Richtung insgesamt gehe. Da hatten mir die Spellforce-Teile halt ursprünglich sehr gefallen. Der hier gefällt mir auch. In manchen Punkten nicht, in Es manchen ist Punkten Zahltag. schon. Ja, das werde ich auf jeden Fall zu Ende let's playen. Mal schauen. Ich habe jetzt noch ein paar andere Spiele,
entdeckt, die jetzt eventuell schön sein könnten. Ob ich die Let's Play, weiß ich noch nicht. Was ich als nächstes Let's Play mache, bin ich eigentlich noch gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Es ist einfach angenehm, einfach mal die Stadt aus einem anderen Winkel zu sehen, ne? Es gewährt neue Einblicke. Ja, ansonsten... Ich werde mich natürlich bemühen, was zu finden, weil ich gerne einfach weiter Let's Playen möchte. Aber ich weiß halt noch nicht genau was. Einer eurer Lehmschächte ist erschöpft. Oh ja, da ist er gerade zusammengebrochen. Das heißt natürlich jetzt, dass meine Steuern natürlich auch noch ein bisschen einbrechen, was schade ist. Oh, es wird Winter. Schnee bedeckt die Landschaft. Eigentlich gerade passend. Ach nein, ich wollte auch hier Wetterturm. So, dann schauen wir mal. Eigentlich komisch, dass er das Wetter nicht ansagt. Wir haben ja die Technologie Wettervorhersage. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Da müsste ja irgendwie sagen, ja, es wird bald kalt werden und so. Kam dieses Mal gar nicht. Oder ich hab's überhört. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Da kommen eure die ersten Bauernhöfe Truppen. Produzieren nicht genug Essen. Da kommen eine Menge Truppen. Die haben sich also vielleicht doch, aufgeladen damit, also durch den letzten Winter und so. Ja, das könnte ein bisschen knapp werden, weil ich natürlich will, dass die Kanonen alle absaufen. Ach, die sammeln sich erstmal. Das ist schön. Oder vielleicht auch nicht. Ganz. Ja, geht einfach was Wasser. Es gibt nicht genug zu essen. Weil die Kanonen, die sind halt wirklich Armeenschlachten. Da man ja kein Friendly Fire nehmen kann, tja. Feinde greifen eure Häuser an. Ja, das war Fail. Seht nur, es klart auf und wird wieder warm. Huch. Ach, das waren jetzt Truppen, die schon vorher auf einer Insel festgesessen sind. Ja, aber die Verteidigung gehält gut, würde ich sagen. Achtung mit der Kanone jetzt! Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Auf meinen Befehl! So soll es sein. Ja, die können das hier gut halten mit den zwei Trupps und Pilgrim da drüben. So, wir werden uns jetzt erstmal vorbereiten und unsere Armee hier unten platzieren, damit wir gleich rüber marschieren können. Einer eurer Steinbrüche ist erschöpft. Ich habe soweit alles fertig, wie es geht. Bloß die Materialien verfeinern sich halt nicht so schnell, wie ich es eigentlich gern hätte. Weil wegen der geringen Zeit und so. Eigentlich müsste ich noch mehrere Gebäude desselben Typs bauen. Damit ich dann, falls ich meine Armee neu aufstellen muss, nicht so viel verschwende. Allerdings, ich habe auch gerade fast überall 10.000. Also über 10.000. Da sollte ich mir vielleicht nicht allzu viele Sorgen machen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich habe Hunger. Aber alle Bauernhöfe sind schon voll. Ja, das gibt sich auch bald. Ja, das hier habe ich zur letzten Stufe ausgebaut, oder? Geht's noch höher? Ach, stimmt ja, das...
Aber es lohnt sich nicht mehr für 2000. Die Ressourcen kann ich anderweitig aufwerten. Auf jeden Fall werden die jetzt hier arbeiten, besser arbeiten, weil die haben jetzt natürlich die Häuser hier zur Verfügung. Dass wir jetzt gleich starten können. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? So. Haben wir die Truppen von hinten auch? Ja. Okay, unsere Streitmacht. Es ist Zahltag. Gemischt zwischen Speer- und Schwertkämpfern. Ein paar Kanonen zur Unterstützung. Am wichtigsten werden natürlich diese Leute hier sein. Einfach nur formieren, um die Türme auszuschalten oder große Verluste zu erleiden. Jupp. Wenn's denn sein muss. So, dann starten wir mal den Angriff. Ich denke nicht, dass die jetzt schon wieder viele Einheiten gebaut haben. Es schneit. Seid ihr, die machen das wirklich so, dass... Wir kümmern uns darum. Wird gemacht. Feinde haben einen Held attackiert. Jawohl. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ich ziele mit Bedacht. Das werdet ihr büßen. Vier. Nur Mut! Wir werden siegen! Wie ihr befehlt! Wird gemacht! Nur Mut! Wir werden siegen! Okay, das lief jetzt soweit gut. Wird gemacht! Wir kümmern uns darum! Ja, Herr! Wie ihr befehlt. Jawohl. So. Das wird jetzt sehr schön, denke ich mal. Puh. Wir erledigen das. Der Tag der Abrechnung. Ist irgendwas zurückgeblieben? Ja, ihr. Meine Kanonen sind zurückgeblieben, was natürlich schlecht ist. Euer Wunsch ist mir Befehl. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wir erledigen das. Wir fangen am besten an der Kante an. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. In Ordnung. Ich tue mein Bestes. Ja, mein Nein, Herr. Jetzt dafür kommt die sind Truppen wir genau schlecht. Die Richtigen. Auf in den Kampf! Angriff! Auf in den Kampf! Naja, ich dachte, es würde verlustfreier gehen, aber... Sofort! Damit muss ich jetzt wohl leben. Wie ihr wünscht. Angriff! Ergreift sie! Ja, gern. Geht mit dem Segen des Herrn. Verteidigt euch! Ihr werdet angegriffen! Ja, ich dachte nicht, dass sie die Truppen so schnell wieder aufstellen, aber naja. Seid unbesorgt. Ja, meine dicke Bertha kommt nicht zum Einsatz. So soll es sein. Ihr zieht euch zurück. Bis in den Tod. Natürlich. Dafür sind wir genau die Richtigen. So, der Turm fällt. Nehmt das. Sofort. Ja, okay.
Oh, okay. Auf in den Kampf! Nur Mut! Wir werden siegen! Interessant. Wir haben einfach mal Verstärkung bekommen und neue Soundeffekte gehört. Yuki liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. So, jetzt habt ihr keine Chance mehr. Auf in den Kampf! Wie ihr befehlt. Folge der gerechten Sache und deine Sünden seien dir vergeben. Verteidigt euch! Ihr werdet angegriffen! So schnell nochmal Bogenschützen geklaut. So, ihr kommt natürlich dafür auch mit sind hoch. Wir genau die richtigen. Gern! Für Ruhm und Ehre! Auf in den Kampf! Ach ja, ist das schön. Ja. Ich habe mir so viele Leute verloren, dass selbst die Unterstützung wieder innerhalb der Bevölkerung liegt. Ich hätte natürlich mal gern gesehen, wie das die hohe Zahl über der Bevölkerung, aber naja. Ah, hier geht's noch anscheinend hoch. Okay. Für Ruhm und Ehre. Boah, wie viel Schaden das am Gebäude macht. In Ordnung. Jawohl. Ergreift sie! Tja, das war's wohl mit denen, ne? Zahltag. Dafür sind wir genau die Richtigen. Jawohl. Es ging dann doch etwas schneller, als ich gedacht habe, aber gut. Okay. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Oh. Bis in den Tod! Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Okay, er schickt Wölfe in die Schlacht. Macht sie nieder! Angriff! Angriff! Ja, Herr. Hier, Kanone. Für Ruhm und Ehre. Ja, die Kanone macht ordentlich Schaden. Dafür sind wir genau die Richtigen. Nur Mut! Wir werden siegen! Bald wird es wieder wärmer werden. Ah, jetzt kam die Wetteransage. Ergreift sie! Jawohl! Schlossruinen. Das ist dieselben Schlossruinen wie in der Hauptstadt. In der früheren Hauptstadt. Oh, natürlich, wenn deine Wölfe gegen eine Armee schickst. Tja, ne? Ihr habt eine neue Herausforderung erhalten. Ja, mach den Gegner platt, den du dich schon die ganze Zeit platt machen solltest. Auf in den Kampf! Geht mit dem Segen des Herrn. Auf in den Kampf! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ein Held ist in großer Gefahr. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Bis in den Tod! So, das wäre dann eigentlich schon so ziemlich geklärt. Oh, warte, geht das? Passt auf, ihr da hinten! Bam! Ha, ha! Ja, klar.
Okay. Feinde greifen euch an. Das kann ich. Ah, ich kann die noch dirigieren. Habe ich eigentlich nie probiert. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Wir kümmern uns darum. Ja. So, ich möchte nämlich nur einfach mal anschauen, wie es aussieht, wenn die Schlossruine brennt. Aber das war jetzt die Endrunde. Diese Kampagnenrunde ist jetzt beendet. Also, ja. War natürlich mal gut auszuprobieren, ob die Heldenfähigkeit reicht, um meinen anderen Helden instant zu killen. Und das war dem auch so. Sofort! Na, nimmt die Schlossruine überhaupt Schaden? Scheint ja nicht so, ne? Aber ich finde es natürlich ein nettes Gimmick, dass hier sich die anscheinend gefangenen Dorfbewohner dann erhoben haben, um dann mitzukämpfen. Ja, mein Herr. Das war natürlich eine nette Sache. So, sieht aber nicht so aus, als würde das Schloss hier down gehen. Es hat unendlich Life. Ich meine, selbst die... Okay, dicke Kanone, schießt du auch drauf? Nee. Naja, okay. Sofort! Zieht keine Lebenspunkte ab. Gut, dann verabschiede ich mich mal und wir sehen uns in der nächsten Kampagne wieder. Bis bald und bis zum nächsten Mal.